Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute geht's um diese schöne Waffe, die Großsterne mit Eruption und Blutflamme. Let's go direkt rein. Ihr wisst, ich mache keine großen Geschichten. Ich zeige euch direkt den Schaden, direkt full equipped und später zeige ich euch, was ich alles drin habe. Also, wie immer, die Arznei rein, goldener Schwur und flammige Kraft. Und dieses Mal auch mit dabei die Blutflammenklinge. Warum, erkläre ich alles später. Und dann gehen wir hier auf diesen Gegner. Und dann ganz wichtig, zweihändig, L2, Weapon Art und nochmal L2. Oh, oh, ist schon tot. Ja, was da gerade passiert ist, das erzähle ich euch alles jetzt. Also, worum es sich bei diesem Bild dreht, ist alles so ein bisschen Blut und Feuer. Und zwar benutzt man die Großsterne oder benutze ich die Großsterne, weil die von Haus aus schon Blutverlust auslösen. Und man kann die zusätzlich mit Blutflammenklinge pushen. Außerdem hat die Waffe Stärke Scaling A, was auch mega, mega gut ist. Und kann die Weaponart Eruption haben. Und Eruption plus Blutflammenklinge plus Blutverlust der Großsterne ergibt eben diesen geilen Schaden. Ich mache mal nur die Blutflammenklinge rein und sonst nichts. Und dann seht ihr, sobald ich eine Eruption drauf habe, kommt unten die Lava und selbst die Lava macht Blutungsschaden. Das heißt, ihr habt Lava, die Blutungsschaden macht. Das ist halt komplett, also das darf eigentlich nicht passieren, dass die Lava Blutungsschaden macht, aber es ist halt so. Wir machen nochmal die Eruption drauf. Ne, einmal rein und dann hoch. Und da war wieder die Blutung. Also ihr macht einmal die Weaponart und zack, kommt eine Blutung rein. Und hat halt eine Combo, ne? Die Weaponart. Macht einmal und wieder hoch. Und dann kommt schon die Blutung. Machen wir das Ganze mal bei einem anderen Gegner. Wer meine Videos schon länger kennt, der weiß, früher war das hier mein Standard-Bob, um Waffen und Waffen-Weaponart zu zeigen. Deswegen rein da! Ohne irgendwelche Buffs. Rein, Eruption. Also ihr seht, ne, die Blutflammenklinge, die macht schon viel aus. So ist der Schaden ohne Blutflammenklinge, ohne alles. Also im Prinzip nicht so stark, sage ich mal. Okay, die Attacke, das war stark, aber nicht das, was ich wollte. Und jetzt zeige ich euch mal den Unterschied, was die Blutflammenklinge überhaupt alles ausmacht. Weil das so komplett gestört ist, dass halt die Lava, die unten auf dem Boden ist, Blutungsschaden macht. Und das ist genau das, wieso das so krass ist. Eruption plus Blutflammenklinge. Das könnt ihr auch mit jeder anderen Waffe machen, aber die passt halt perfekt, weil die Eruption, da war die Blutung. Einfach von der Lava. Von der Lava, Leute. Das macht so nochmal Blutung. Das macht so einen krassen Unterschied. Und nochmal. Ich hatte jetzt nur die Blutflammenklinge drauf und es war viel, viel, viel mehr Schaden. Und die Waffe, wie gesagt, bietet sich halt perfekt drauf dafür an, weil die schon Blutungsschaden macht, weil die Eruption benutzen kann. Ist eine Stärkewaffe mit einem A-Scaling auf Stärke, ich zeig's nochmal. Dazu könnt ihr natürlich nehmen, wie immer, Scherbe von Alexander, dem feurigen Skorpionstalisman. Und ich habe jetzt hier den Ritualschwert-Talisman drin für nochmal ein bisschen mehr extra Damage in der Arznei. Mehr Feuerangriff und mehr Stärke. Und damit könnt ihr richtig, richtig easy Feuer und Blutung auslösen. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet, die Kombination. Übrigens Shoutout wieder an Nobunaga, der mir hier diesen Bild geschickt hat und sich den ausgedacht hat. Also echt ein richtig, richtig geiler Bild. Perfekt aufeinander abgestimmt, wie gesagt, mit der Blutung, mit der Stärke und der Eruption. Gerne das Video liken und gerne den Kanal abonnieren. Und nicht vergessen, morgen um 12 Uhr am Sonntag findet wieder der Community Run statt. Wenn ihr da dabei sein wollt, gerne den Twitch-Kanal abchecken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.